Hallo, hallo Leute, es geht hier weiter mit einem kleinen Infovideo, dem Monat August. Ich muss gerade überlegen, August. Es geht so schnell, da kann man sich das so schnell nicht merken, welcher Monat kommt und wo man gerade ist. Ne? Gut, die Themen für diesen Monat sind ganz einfach. Und zwar, ja, chronologisch sage ich immer, wird nichts, glaube ich. Also Little Nightmares wird beendet, natürlich, ist hat 8 Parts, war nicht schlecht, aber wird ja alles in dem letzten Part gesagt, also guck mal da rein, wenn es da ist, wenn es bald schon da ist, müssen wir gucken. Dann The Witcher 3 endet auch endlich mal, und zwar, ja, enden tut es am 20.8., also mit 57 Parts und danach mache ich noch die vergessenen Quests, die ich halt noch nachholen wollte. Gut, das waren die zwei Projekte, die enden. Was noch kommen wird, ist OI und Layers of Fear. Darüber wird aber auch in dem nächsten Monat, ist ja so ein Zwischengang zwischen OI und Layers of Fear, so ein Zwischending. Also wird es auch in dem nächsten Monat nochmal klar ausführlich geklärt. Layers of Fear habe ich gerade angefangen zu zocken. Nicht schlecht, irgendwie auch so. Muss mal gucken. Im nächsten Monat. Im nächsten Interview werde ich mehr dazu sagen. Dann ist ja bereits die Gamescom in dem Monat. Ich habe mir 4 Tage. Nee, warte. Quatsch. Doch, 4 Tage. 4 Tage habe ich mir Tickets gekauft, war sehr sehr teuer. Zweimal Pre-Entry Tickets für, weiß ich es gab nicht, aber ich kann jetzt gleich mal hier, wo hier, nee Quatsch, hier wo einblenden, an welchen Tagen ich da bin. Und ja, dann werde ich dann, ja, wenn ich 4 Tage da bin, dann werde ich auch übernachten. Und was noch ansteht, ist Bootshaus, also werde ich wieder dabei sein. Beim Herrn Saraza, der DJ da. Und ja, werde ein paar, ich hoffe, ich kann ja auf jeden Fall mit der mit der Kamera kann ich das nicht so filmen, aber jetzt mit dem Handy kann ich ein paar Filme machen. Wäre aber auch cool, wenn ich, ja, das ist fett, war eine schöne fetten Kamera. Yeah. Ja, ich werde übernachten in Köln in der Nähe von der Gamescom natürlich. Und ja, werde ich auch ein paar Shoots machen. Ich habe mir auch irgendwie gedacht, ja, ich bin da am auch überlegen, ob ich so eine Drohne, eine Kameradrohne kaufen soll, weil das ist schon cool, wenn man in Urlaub fährt, dann kannst du von oben einfach Film machen, das sieht richtig cool aus. Und habe ich mir überlegt, sowas mal zu holen, nur wann weiß ich nicht, wenn das Geld da ist, weil ich habe momentan Fahrschule und hey und dies und jenes und trotzdem kommen immer Videos. Das ist unfassbar, ne? Das ist echt unfassbar. Wie viel Arbeit ich reinstecke. Naja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und adios. Bis dann.